C-A-L-L-M-E, baby. Gott, ich will ein aufgebraucht Video machen. Ich weiß schon, wo schlimm war's. Mega, mega schlimm. Es passt nichts mehr hinein. Ich habe schon wieder fast keine Stimme mehr. Ich glaube, das rennt noch immer rum. Fangen wir gleich mit den beiden an, weil die habe ich gleich oben hingelegt, damit ich die ganz schnell loswerde. Ich habe zwei Kosmetikbücher aufgebraucht. Diesmal ist es mit Findatori und wieder Star Wars. Findatori war sogar bunt. Beide würde ich mir sogar nachkaufen. Ja. Das kennt sie auch schon von mir. Das, glaube ich, können sie nicht mehr sehen, so wie ich. Ich mag den Duft schon noch, aber ich hab's satt. Ich glaube, jetzt ist schon genug. Ich habe das schon so oft gehabt. Und ich glaube, das gibt's ja auch gar nicht mehr. Und ich könnte es mir auch gar nicht nachkaufen, weil wir ja keinen Rossmann in Österreich haben. Aber es war gut. Ich bin froh, dass ich viele Backups gehabt habe. Eins habe ich jetzt noch und dann ist es vorbei. Und dann habe ich es geschafft. Dann habe ich leer gemacht ein Duschpeeling von Balea. Das ist das Buttermilch-Zitrone. Ein Backup, glaube ich, habe ich noch. Und dann habe ich keins mehr. Ihr wisst ja, wie sehr ich Buttermilch und Zitrone liebe. Ich bin sehr, sehr traurig, dass ich dann keine Backups mehr davon habe. Aber ja, ich hoffe, es kommt bald wieder raus. Das würde ich mir wirklich wünschen. Dann habe ich ein Batiste-Trockenshampoo leer gemacht. Das mag ich gar nicht vom Duft her. Das ist dieses Blush-Dings, das mit den Blümchen. Das fand ich richtig schrecklich vom Duft her. Würde ich mir auf gar keinen Fall nachkaufen. Das mochte ich überhaupt nicht vom Duft her. Da würde ich Batiste natürlich schon noch nachkaufen, aber nicht die Sorte. Dann habe ich hier Wattepads, die Maxi-Wattepads von Müller sind das. Die kaufe ich mir ja immer wieder nach, das sind diese größeren. Aber ich glaube, das waren die runden und ich kaufe mir immer die viereckigen, weil die mochte ich nicht so, die waren mir zu dick, glaube ich. Ich glaube, da war irgendwas. Ich glaube, die waren mir zu dick von der Stärke her. Die waren richtig fett, die Dinger. Könnt ihr da hier auch sehen. Also so dick. Ich hoffe, ihr könnt euch vorstellen, wie dick die wirklich waren. Weil die waren wirklich dick. Moment, ich muss mein Handy auf lautlos drehen. Moment. So. Keine Zeit, Leute. Dann habe ich aufgebraucht, das kennt ihr ja sowieso. Das ist mein Augen-Make-up-Entferner von Hofer. Ich habe einen Blush-Fail. Seht ihr das? Ich habe so viel auftragen. Upsi. Ups. Ja. Auch Make-up-Entferner von Hofer. Den kaufe ich immer wieder nach. Und ich habe mir vor kurzem wieder ein paar Backups gekauft. Damit ich ja nicht. Damit das Jahr mir nicht ausgeht. So. Die brauche ich. Die kann ich nicht nachkaufen. Ich kaufe sie ja auch nicht mehr so oft nach. Also ich habe zwei oder so nur noch gehabt und habe mir noch zwei zusätzlich gekauft. Dann habe ich leer gemacht von Aveo Nagellack Entferner Tücher mit Mandel. Es gab ja mal welche mit Kokos, die hatte ich früher mal. Und die, ich mag die überhaupt nicht. Ich finde, die haben besser den Nagellack entfernt als die Kokos. Das schon. Aber ich glaube, ich würde sie mir so für den Alltag nicht mehr kaufen. Wenn ich wieder auf Reisen wäre vielleicht. Aber das kommt eh so selten vor. Und außerdem, ja, ich weiß nicht, vielleicht würde ich sie mir kaufen, vielleicht auch nicht, ich bin mir noch nicht sicher. Dann habe ich hier mein Fußpeeling von Aveo, wollte ich jetzt sagen, von Yves Rocher. Das kennt ihr ja sowieso, da brauche ich auch nicht mehr wirklich viel sagen, kaufe ich mir auch immer wieder nach. Aber ich habe irgendwie Bock, hätte ich mir auch nie gedacht, dass ich das sage, 2017 ist sehr neu. Ich möchte mal irgendwie was anderes probieren. Ich weiß, ich hätte das nie gesagt früher, aber irgendwie möchte ich mal was Neues probieren. Vanillemaske, kann ich nicht mehr sehen. Hätte ich mir auch nie gedacht, dass ich das noch sage. Irgendwo müssen da noch welche rumfliegen. Ich habe auch Gott sei Dank nur noch drei Backups oder so, die ich jetzt zurzeit verwende. Also Gott sei Dank. Wenn ich nicht nur noch ein Backup habe. Ich glaube, gestern habe ich eine verwendet und ich habe nur noch eins. Juhu. Dann habe ich aufgebraucht Kiss Mattepads. Das ist die Eigenmarke von Interspar. Die fand ich gut. Also falls ich mal nicht zum Hofer kommen würde, würde ich mir die sogar nachkaufen. Die waren wirklich gut. Dann habe ich die Cadea Vera Reinigungstücher leer gemacht. Die kennt ihr ja sowieso, die kaufe ich mir eben immer wieder nach. Ich habe eine Packung wieder aktuell in Verwendung und eine als Backup. Kaufe ich mir immer wieder nach, wisst ihr ja eben. Dann habe ich leer gemacht ein Babyshampoo von Saubär. Ja, das war Limited Edition, das war Birne und Pfirsich. Ich mochte es schon, aber das gibt es eh nicht mehr. Ja, das Sorbe-Ding. Ich habe jetzt ein anderes, das mag ich ein bisschen lieber. Ich benutze aber zurzeit, muss ich ganz ehrlich zugeben, das Eiko-Shampoo für meine Pinsel, das Apfel, weil das geht für meine Haare überhaupt nicht. Deswegen verwende ich das jetzt aktuell für meine Pinsel.
Und ich habe aber von Sorbet ein Kakao-Karamell, glaube ich, mir nachgekauft. Weil ich liebe diese Sorbet-Baby-Shampoos für meine Pinsel. Würde ich mir auch immer wieder nachkaufen, auch wenn ich jetzt was anderes aktuell habe. Ja, ich habe da irgendwo noch Vanillemasken gesehen. Da haben wir noch zwei Vanillemasken. Es muss aber noch irgendwo eine sein, glaube ich. Ja, wisst ihr ja eh, habe ich die Schnauze voll. Das ist ganz schön viel, wenn wir mal ehrlich sind. Also, da zeige ich euch die zwei Pure Camille Reinigungstücher zuerst. Die kennt ihr ja eh, die kaufe ich mir immer wieder nach. Und ich muss endlich mal wieder zu einem Yves Rocher. Ich war schon so lange nicht mehr. Das ist ungewöhnlich, für mich wirklich ungewöhnlich. Dann habe ich wieder angefangen, meine Cadea Vera Ampullen zu verwenden. Aber seit ich die nicht mehr nehme, habe ich nur noch Pickel. Und jetzt hat sich das ein bisschen gebessert. Also es dauert zwar, glaube ich, noch ein bisschen, bis sich es wirklich bessert, aber ich werde wieder anfangen, die zu verwenden. Das heißt, ihr werdet die wieder öfter in Videos sehen. Ich habe auch eine Kur verwendet. Ich weiß nicht, ob die da drin ist oder im neuen Aufgebraucht-Video schon. Aber dazu dann im nächsten Video mehr. Aber die werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Die brauche ich dringend wieder. Dann habe ich einen Badezusatz von Isana aufgebraucht. Und mir haben schon zwei Leute geschrieben, dass es den nicht mehr gibt. Könnt ihr mir da mal Bescheid sagen, ob es den wirklich nicht mehr gibt. Ich habe auch gestern gesehen, dass ich nicht mehr viele Backups habe. Ich glaube, von denen habe ich nur noch drei. Und von dem... Wo ist der? Da. Und von denen, glaube ich, habe ich sogar nur noch zwei. Also, ja. Ich würde es echt schade finden, wenn es die beiden nicht mehr geben wird. Ich mag die beide sehr gerne eigentlich. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, ob ihr das wisst. Ups, jetzt bin ich zu orange. Was ist jetzt hin? Ja, jetzt geht's wieder. So. Eine Aveo-Seife, der ich sehr hinterher traue, weil das war die Grapefruit-Seife. Ihr werdet sie sicher noch kennen, weil ich habe die sehr oft in meinen Videos herzeigt, was ich weiß. Das war mein letztes Backup. Ja, ich werde nochmal dran riechen, weil die gibt es ja dann nicht mehr. Es gibt aber jetzt noch andere Sorten, die mich sehr interessieren von Aveo. Oh, die geht mir so ab, die Seife. Aber ja, die gibt es ja leider nicht mehr. Leider. Die mochte ich wirklich sehr, sehr gerne. Wirklich sehr gerne. Und ich bin echt traurig, dass die nicht mehr gibt. Cadea Vera Reinigungstücher, schon wieder. Aber das sind die mit Zellenwasser. Diese, ihr wisst ja, diese Micellenreinigungstücher, nicht Micellenwasser, sondern Micellenreinigungstücher mit Limette, die limitiert sind. Ich habe die bis jetzt bei uns im Müller nicht mehr gesehen. Ich habe nämlich nur noch eine Packung davon in Benutzung und ich mache die Masken damit so gerne runter, weil ich mag das, dass die nicht so fest sind von der Textur her. Ich hoffe, die gibt's noch. Ich wollte noch ein paar Backups haben. Das war eh typisch, ich weiß. Dann habe ich eine Zahncreme leer gemacht. Das ist die von Meridol. Ich muss aber leider sagen, dass ich manchmal von der Zahnfleischbluten gekriegt habe, obwohl das ja eigentlich dagegen helfen soll. Und ich bilde mir ein, es gibt ja eigentlich eine kleinere. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe jetzt noch ein Backup davon, wenn wir mal sehen, wie es dann ist, wenn ich es das zweite Mal verwende. Bis jetzt habe ich eine andere und mit der komme ich sehr gut klar. Die seht ihr aber dann irgendwann. Oh, nochmal Kiss... Wattepads. Sehr verschwenderisch gewesen diesen Monat. Masken. Ja, einmal habe ich eine CN-Maske leer gemacht. Die sieht so aus. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, die fand ich jetzt nicht so besonders. Ich kann mich nicht mal erinnern, wie die war. Ich würde die mir nicht nachkaufen. Ich glaube, die war nicht so berauschend. Welche ich mir aber nachkaufen würde, ist die. Ich habe zwei Backups, habe ich noch gesehen. Habe ich noch. Und das Problem ist halt, dass ich so selten zu einem DM komme. Wenn ich öfter zu einem DM kommen würde, könnte ich mir die öfter nachkaufen. Ja, aber mir ging es dieses Wochenende wieder nicht gut. Ja, ich muss, glaube ich, mal zum Arzt. Irgendwas stimmt mit mir nicht. So, aber ich wollte eigentlich dieses Wochenende shoppen gehen und ja, ja. Ich werde aber noch dazu kommen, bald habe ich ja Urlaub. Und dann kaufe ich mir die auf jeden Fall nach. Dann habe ich noch zwei botanische Nasenmasken. Die Very Berry Mood Mask fand ich wirklich gut. Das ist die da. Da ist so viel drinnen, das ist echt unpackbar. Da kriegst du richtig eine dicke Schicht auf dem Gesicht, so viel ist da drinnen. Ich mag die aber echt gerne, die war wirklich gut. Ich habe Gott sei Dank noch von deren Backup. Die ich nicht so gut fand, war die da. Das ist die mit Arganöl gewesen. Wir können es sehen. Ich fand den Duft komisch und irgendwie hat die nicht wirklich viel bei mir gemacht.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe vergessen, dass ich die verwendet habe diesen Monat. Die fand ich aber überhaupt nicht gut. Also die würde ich mir nicht nachkaufen. Ich hoffe, ich kann mir das überhaupt merken. Das sind so viele von der Marke. Bin ich gespannt, ob ich mir das irgendwann einmal merken kann. Welche gut waren und welche nicht gut waren. Palmolive. Eigentlich bin ich ja nicht so ein Palmolive-Fan. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich hatte da früher immer ein Duschgel davon. Das habe ich geliebt. Dann haben sie das aufgelassen. Seitdem habe ich mir dann nie wieder was von der Marke gekauft. Irgendwas biegt da drinnen. Ja. Das ist das Schoko-Duschgel. Das hat eine andere Verpackung als der Badezusatz, weil das habe ich mir damals aus Kleinhoxdorf mitgenommen. Ich würde mir beides sogar auf jeden Fall nachkaufen, weil beides, ihr wisst ja, ich bin ein Schoko-Freak. Ich glaube, das wissen viele. Ein Schoko-Duschgel habe ich ja jetzt noch von Balea. Ich liebe es. Aber das ist eher so ein Winterding für mich und jetzt kommt bald der Frühling hoffentlich. Und deswegen, das ist eher so ein Winterding für mich. Aber ich mochte es so gerne. Wirklich, wirklich gern. Ich habe leider so viel, sonst würde ich es mir beides sofort nachkaufen. Aber ich muss erst mal ein paar Sachen leer machen. Ich hoffe, das bleibt noch länger im Sortiment. Ein Rasiergel habe ich leer gemacht. Das ist das Rasiergel Frische Kick mit Zitronenduft. Nein, warte mal, Zitroneneisduft, so war das. Da war ja dieses Zitroneneis abgelegt. Das war so gut. Das hat so wie Zuckerschnute gerochen. Oder wie Buttermilch, Zitrone, einfach, das war richtig meins. Das war wirklich meins. Ich war aber ein bisschen so, ja, ich wusste, dass ich es ja nicht mehr nachkaufen kann, sagen wir so. Es braucht auch gar nicht mehr viel dazu sagen, weil es gibt es ja nicht mehr. Ich finde es blöd, dass die immer so Sachen nur für kurze Zeit rausbringen. Das stört mich bei Balea extrem. Ich bin richtig ein Balea-Fan geworden, obwohl ich noch so viele Balea-Sachen habe. Aber das nervt mich extrem. Ich habe von dieser Rummelplatz-Allee ja nur das und die Seife erwischt. Also. Aber das fand ich wirklich gut. Aber ja, gibt's immer. Ich traue mich gar nicht dran riechen. Manchmal riecht das nämlich nach Katzenbisse. Das ist das der Bilou-Duschschaum in Vanilla Cake Pop. Ich liebe ihn. Ja, ich habe nicht absichtlich nach Katzenbisse gesagt. Ich mag ihn eigentlich sehr, sehr gerne. Sonst hätte ich ihn ja nicht leer gemacht. Aber manchmal, wenn man an was anderem riecht, riecht der nach Katzenbissen. Und das finde ich voll ekelhaft. Und meine Cousine hat mir recht gegeben. Aber so liebe ich den. Jetzt finde ich richtig gut. Gestern habe ich das Video schon mal versucht zu drehen, da war es aber zu dunkel. Und da hat er voll nach Katzenbissen gestunken. Aber ich liebe den Duft. Es klingt irgendwie voll pervers, oder? Es riecht nach Katzenbissen, aber ich liebe es. Nicht falsch verstehen. Manchmal, wenn man es mit anderen Düften vermischt, fängt das an zu stinken. Und da hat mir meine Cousine recht gegeben. Aber ich liebe den Bilou-Duschschaum. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Fan von ihr. Ich glaube, das habe ich schon mal in irgendeinem Video erwähnt. Aber den würde ich mir nachkaufen, weil der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut. Ich suche ja noch immer verzweifelt den Lovely Peach von denen. Aber den finde ich nicht ganz so mehr. Ich muss mal wieder zu einem Bieber schauen, ob es den noch gibt. Weil den Lovely Peach würde ich mir auch noch nachkaufen. Und wenn ich ein bisschen weniger habe, werde ich mir den auch nachkaufen. Aber den Lovely Peach will ich mir unbedingt noch anschauen, weil den finde ich nicht ganz so. Und wenn ich ihn mal erwischen würde, würde ich ihn mir auch so kaufen einfach. Dann habe ich ein Schuhdeo leer gemacht. Das ist echt cool, dieses Ding. Das habe ich von einer Arbeitskollegin bekommen. Ihr wisst ja, ich habe so Probleme mit meinen Füßen. Seit ich das benutzt habe, geht's. Jetzt habe ich ein anderes, jetzt wird es wieder schlimmer. Und ich habe noch eine Geheimwaffe dazu, aber in einem Haul-Video mehr. Ich hoffe, das hilft auch was. Man drückt das in den Schuh rein, dieses Schuhdeo, und dann sprüht es von beiden Seiten. Das ist sowas von geil. Also ihr könnt es ja sehen, man drückt so und dann kommt das von da und von dort raus. Super. Sie hat es in einem alten Schuhgeschäft gekauft, das es nicht mehr gibt. Und ich habe es aber bei Humanik oder so gesehen, wo ich damals mit der Kathi, glaube ich, unterwegs war. Und ich Trottel habe mir keins mitgenommen. Aber ich werde mir das auf jeden Fall nachkaufen. Also es wird nicht dasselbe sein, aber ich werde mir das auf jeden Fall nachkaufen. Sogar zwei, weil ich finde das echt gut. Da habe ich noch zwei Badezusätze leer gemacht und den einen traue ich total hinterher. Ich habe den aber noch einmal gehabt von der lieben Kathi. Da habe ich ihn zu Weihnachten von ihr gekriegt, Gott sei Dank. Habe ich aber leider schon aufgebraucht für Februar. Das seht ihr dann im nächsten Video. Und davon gibt es einen Duschschaum. Das habe ich ja in einem Video schon erzählt. Und den werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Ich hoffe, den gibt es bei uns bei Müller noch. Ich habe nämlich gesehen, dass wir nur noch zwei Stück von denen haben. Also muss ich schauen, ob es den noch gibt. Und ich werde ihn mir auf jeden Fall morgen kaufen. Morgen muss ich hier arbeiten. Morgen werde ich mir ihn auf jeden Fall kaufen. Weil ich finde den echt gut. Und hier ist der andere. Das ist dieser... Den gibt es ja schon urlange. Das ganze Aufgebrauchtsackerl riecht übrigens nach dem... Wahnsinn, das riecht so gut. Ich habe den auch bei uns jetzt noch gesehen. Ich überlege, ob ich mir den nochmal nachkaufen soll, aber der kommt eh jedes Jahr raus.
Ich bin mir noch nicht sicher. Mal schauen, ob ich ihn noch erwische. Vielleicht kaufe ich ihn mir nach, vielleicht nicht. Schauen wir mal. Weil er kommt eh jedes Jahr raus. Dann habe ich von Yves Rocher die Serie aufgebraucht, diese Winterserie. Und ich muss sagen, ich bin echt stolz auf mich, dass ich das jetzt endlich leer gemacht habe. Weil ich bin so eincremefaul. Das macht mich so wütend über mich selber, dass ich so eincremefaul bin. Ich habe so viel Zeug und bin eincremefaul. Das macht mich echt wütend. Ich weiß auch nicht, wieso das so ist. Weil manchmal bin ich einfach zu müde und denke mir, na, heute nicht. Aber ich muss mich echt zusammenreißen. Weil ich habe eine Bodylotion jetzt von The Body Shop, also beziehungsweise Body Butter. Und die will ich unbedingt noch im Februar leer machen. Mal schauen, ob ich es schaffe. Ich habe einmal die Handcreme leer gemacht von Yves Rocher, von der Weihnachtskollektion. Ich finde, die Vanillereihe war wirklich gut. Ihr habt sie ja auch in einem Aufgebraucht-Video schon von mir gesehen. Das ist halt noch das Überbleibsel davon. Ich mag die... Und weg ist. Ich mag die Vanillereihe wirklich gerne. Oh Mann, das ist ganz nach hinten geflogen. Ganz toll. Oh Mann, komm hier da. Oh Gott. Ich mag die Vanillereihe wirklich sehr, sehr gern. Wenn es die noch geben würde, würde ich mir die nachkaufen. Wenn es die noch geben würde. Von der Reihe, was ich ein bisschen enttäuscht war, habe ich, glaube ich, im letzten Video ja auch schon andeutet, im letzten Aufgebraucht-Video, war die hier. Das ist diese Mandel-Orange. Ich habe mir ja alles davon gekauft. Ich hatte die Handcreme, die Seife, das Duschpeeling, Bodylotion und Duschgel. Da habe ich es ein bisschen übertrieben, wenn ihr mich fragt. Aber ich fand die nicht mehr so gut. Also nach einem Jahr fand ich das nicht mehr so toll. Ist eh komisch, wie sich das... verändert. Also ich mag es nicht mehr so. Ich kann den Duft auch nicht mehr ab. Und ich glaube, mein Vater hat die Handcreme schon aufgebraucht. Könnt ihr euch das vorstellen, wie schnell der war? Also, Wahnsinn. Ja, aber ich liebe die Weihnachtskollektionen. Und die werde ich mir immer wieder kaufen. Ich bin ganz froh, dass ich die anderen von diesem, also vom letzten Jahr, von 2016, sagen wir es so, dass ich die auch mir gekauft habe. Weil ich würde mir die Weihnachtskollektionen immer kaufen. Immer. Das ist so ein Highlight von mir. Das muss sein. Dann habe ich noch ein Duschgel gemacht, dem ich so hinterher traue. Aber wirklich hinterher traue. Das ist ja dieses Apple Pie Hacks von Tracky Moon. Ihr seht, es ist komplett ausgelutscht. Ich habe den Rest noch raus dann mit geschüttelt und ins Bad dann. Ich liebe den Duft. Ich könnte weinen. Ich könnte wirklich weinen. Ist zwar dämlich wegen ein Duschgel zum Weinen, aber das verstehen nur Beauty-Junkies, glaube ich. Ja. Fand ich echt schade. Aber wenn ich Glück habe, kriege ich das von einer Abonnentin noch, wenn wir es schaffen, sich zu treffen. Wenn du das Video siehst, ich hoffe, wir schaffen es irgendwann einmal. Ja. Ich liebe es. Und ich meine. Dann habe ich leer gemacht. Jetzt kommen wir schon zu dem Rest. Einmal das Duschgel von Yves Rocher, das Weihnachtskollektion von 2016. Ja, das neue. Ich mag das am wenigsten. Jetzt. Ich bin neugierig, wie es dann im Winter 2017 ist. Naja, kann ich nicht sagen, dass ich das am wenigsten mag. Finde das gar nicht so schlecht. Ja, also ich finde es gar nicht schlecht. Diesmal gefallen mir eigentlich alle. Aber am besten gefällt mir immer noch das... Gefällt mir immer noch das Birne Kakao. Das ist mein absoluter Liebling. Da kommt nichts dran. Dann habe ich eine Probe leer gemacht. Fangen wir mit den Proben an. Ich glaube schon. Fangen wir mit den Proben an. Da ist ein Haar. Sehr schön. Bevor ich aber mit den Proben anfange, zeige ich euch noch das hier. Das ist die Kaschmir Haarkur von Swissopar. Die fand ich aber nicht so berauschend. Würde ich mir auch nicht nochmal nachkaufen. Aber ich habe Gott sei Dank eh noch urviele Backups. Auch von diesem Blütending. Und das müsste ich endlich mal wieder verwenden. Ich habe eine Body Shop Probe leer gemacht. Das steht auch drauf, was das war. Das war eine Gesichtspflege. Ich habe es aber fürs Dekolleté verwendet, sage ich euch ganz ehrlich, weil, ja, ich wollte ihn nicht fürs Gesicht benutzen. Ich weiß nicht warum, aber ich wollte sie nicht fürs Gesicht benutzen. Dann habe ich eine Probe auch leer gemacht, von Yves Rocher noch, eine Gesichtspflege. Ich habe davon jetzt eine zweite in Benutzung, auch so klein. Und irgendwo habe ich eine Nachtcreme und ich weiß nicht, wo die ist. Ich will nämlich ein bisschen Bröbchen aufbrauchen, weil ich habe so viel Zeug. Besonders Duftproben habe ich so viele und die sollte ich mal endlich aufbrauchen. Ja, die finde ich super für Dekolleté, würde ich mir auch in Original kaufen, muss ich aber nicht, weil ich habe sie in Original zu Hause als Backup. Das heißt, ich werde die Bröbchen noch aufbrauchen, werde das Originalprodukt dann anfangen, auf das ich mich sehr, sehr freue. Dann habe ich 3 bzw. 4 Make-up-Produkte leer gemacht, 4. Bin sehr, sehr stolz auf mich. Den zeige ich euch nur kurz. Einmal meinen Astor Lip Liner, den kennt ihr ja eh, brauche ich eh fast jedes Monat auf. Und einen Miss Lean Kajal, den ich super, super scheiße fand. Das ist dieser schwarze, ich glaube Me to Stay heißen die.
mit dem Farbpunkt unten. Und der Stöpsel hat auch die Farbe von dem Kajal. Ich fand den viel zu hart, der hat extrem weh dann am Auge und ich war froh, dass der leer ist. Ich würde den mir nie nachkaufen. Ich habe es ja gesehen, das war ein Tester, weil ich den unbedingt probieren wollte, weil ich so eine braune Kajalphase wieder habe in letzter Zeit. Aber den würde ich mir niemals in Original kaufen. Niemals. Dann habe ich leer gemacht von Makeup Factory mein Augenbrauengel. Das habe ich auch einmal von der Arbeit geschenkt bekommen. Das ist die Farbe, ich weiß es jetzt nicht auswendig. Das ist die ganz dunkle, ist das, ja? Leider total leer. Leider. Leider, leider, leider. Ich habe es geliebt und ich werde es mir sicher nachkaufen, weil jetzt mit dem Augenbrauengel, was ich jetzt habe, komme ich überhaupt nicht klar. Und deswegen werde ich mir vielleicht das von Makeup Factory nochmal nachkaufen. Vielleicht. Es ist auch nicht so teuer, es kostet 9,95 €. Das ist jetzt nicht so die Welt. Finde ich jetzt. Aber ich werde mir den Pinsel auswaschen, den da, und werde den dann ins Neue reintun. Weil das Neue hat so eine Kugel dran und das mag ich nicht. Also werde ich mir das Alte aufheben. Das ist ja wenigstens das Positive, dass ich das machen kann. Dann habe ich aufgebraucht und da blutet auch mein Herz, mein Puder von Catrice. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das habe ich jetzt schon sehr, sehr oft aufgebraucht. Da habe ich mir so viele Backups gekauft davon, das war nicht mehr normal. Ja, ich habe es geliebt. Das ist ja das mit der Frau drauf, das habe ich euch in irgendeinem Video vor kurzem auch gezeigt. Jahresfavoriten? Ich glaube, Jahresfavoriten war das. Sogar in voller Montur noch, weil ein Backup habe ich noch davon. Und ich mochte es wirklich, wirklich sehr, sehr gern. Das Positive ist, ich habe halt noch andere Puder, die ich leer machen muss. Positiv finde ich es eigentlich nicht, aber naja. Und ja. Eins habe ich noch. Und dann ist es aus. Und dann habe ich nur Lotta Klumpert. Ich habe noch zwei Proben. Einmal habe ich noch eine Augencreme von Biotherm leer gemacht. Die fand ich überhaupt nicht gut. Die war mir viel zu wenig. Auch tagsüber fand ich die nicht reichhaltig genug. Das ist die da. Das ist dieses Gel von Biotherm. Würde ich mir jetzt nicht in groß kaufen. Dann habe ich leer gemacht eine Duftprobe von Yves Saint Laurent Black Opium. Aber das ist dieses Nuit Blanche. Das fand ich ganz okay. Es ist nicht mein Liebling von Yves Saint Laurent, aber er ist okay. Aber in groß würde ich ihn mir jetzt nicht kaufen. Welchen ich mir aber nachkaufen würde, wäre der hier. Den habe ich leer gemacht. Und da habe ich echt... Da war ich echt traurig. Weil ich habe kein Backup mehr davon. Ich habe nur noch das Eau de Toilette in groß von dem. Und ich finde, das riecht komplett anders. Also mein ganz, ganz allerliebster Favorit von denen ist der neue, der Floral Shock. Da ist ein neuer rauskommen davon. Und eben der ganz klassische Black Opium. Die anderen beiden gefallen mir nicht so gut. Also das Eau de Toilette und das Nuit Blanche. Aber den finde ich super. Den finde ich wirklich super. Den würde ich mir auch nachkaufen. Aber ich war eh böse und habe mir zwei andere Parfums noch gekauft. Aber der steht auf meiner Wunschliste. Den muss ich noch dazu schreiben. Wenn mein Blog wieder funktioniert. Weil einmal funktioniert er nicht. Das macht mich irre. Ja, aber den würde ich mir nochmal nachkaufen. Weil den finde ich echt, echt, echt gut. Das war's jetzt mit meinem Müll. Ja. Ich muss sagen, ich habe ganz schön viel leer gemacht. Ich bin ganz schön stolz auf mich, dass ich so viel leer gemacht habe. Und ja, ich hoffe, die restlichen Monate gehen so weiter, weil ich will wirklich aufbrauchen. Ich bin am Versuchen, nicht mehr so viel zu kaufen. Klappt nicht wirklich so gut, aber ich versuche es. Und ja, mal schauen. Mal schauen. Ich halte euch auf den Laufenden, aber ihr werdet es ja eh sehen in den nächsten Videos. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir mal schreiben, was ihr so aufgebraucht habt. Ob was leer worden ist im Januar, was ihr geliebt habt, so wie bei mir der Black Opium oder das Appleberg-Hacks-Duschgel. Oder der Duschschaum von Bilou. Den mochte ich auch so gerne. Also bei mir waren es sogar drei Sachen. Also dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!